Jetzt kommt es wieder zu einer einmaligen Zusammenarbeit von zwei sehr traditionsreichen Zirkusunternehmern. Deux personnalités extraordinaires du monde du cirque, l'un est français. Angesagt werden sie vom Petit Gugu oder dem Monsieur Loyal, wie man ihm hier auch sagt. Er führt schon zum 14. Mal als prägende Figur durch das Programm. Angekündigt tut er zwei grosse Pferdedresseure. Aus Frankreich der Alexis Cruz und aus Italien der Flavio Donni, der übrigens mit 4 Clown-Auszeichnungen hier am Festival Rekordhalter ist.
Gregory lässt so eine Pferdenummer dein Herz höher schlagen. Ich weiss, dass du ja quasi schon im Mutterleib auf Pferd unterwegs gewesen bist. Ja, es erinnert natürlich an Peter Pan-Nummer, die ich gemacht habe. Und ja, da kommen schon ein bisschen Gefühl, Kindheitsgefühl wieder rauf. Also als Peter Pan bist du auf Pferd unterwegs gewesen? Ja, es waren zwei Ponys und dann haben wir im vollen Galopp bin ich auf denen dann gestanden. Nachher sind kleinere Ponys dann vorne angekommen und so um die Piste herumgedüsen. Zwei Grosse von ihrem Fach. Pferdedresseure Alexis Küss und Flavio Donni. Zweifellos, die Pferde bestechen sicher das Publikum schon mal durch ihre Schönheit und Eleganz. Gregory Knie, was braucht es deiner Meinung nach für eine gute Pferdenummer? Eine, die eben nicht langweilig wird? Ich denke, die Abwechslung ist sicher sehr wichtig. Also wenn es nur immer in einem Kreis rumrennt oder galoppiert, dann wird es vielleicht schon langweilig. Aber wenn die Abwechslung drin ist, wie jetzt zum Beispiel hier, und der Charme auch überkommt, dann sind das hervorragende Acts. Der Charme von den Artisten oder von den Pferden? Von beiden.